VUCA ist ein Kunstwort aus den späten 80ern. Da betitelte das amerikanische Militär mit VUCA die unplanbaren Bedingungen des modernen Krieges. Heute, 30 Jahre später, sprechen auch alle anderen. Manager, Politiker, Soziologen, Berater von einer VUCA-Welt. Das Akronym VUCA setzt sich zusammen aus den vier Begriffen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Ich bin Julian Adenauer. Ich leite seit 2012 ein Festival, das sich mit der Schnittstelle von Kunst, Design und Technologie beschäftigt, namens Retune. Außerdem bin ich Professor für digitale und interaktive Technologien an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin. Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, wir müssen doch, ich muss irgendwie die ganze Zeit umdenken. Ich bin aber vielleicht auch ein bisschen mehr so ein Improvisationsmensch und kein so ein Planungsmensch. Mir fallen als Klischees die Menschen ein, die in Zoom-Meetings keine Hose anhaben, aber das ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ich glaube, alle sehen gerade, wie schlecht das ganze Zeug funktioniert, ehrlich gesagt. Also die Technologie ist einfach noch nicht die Antwort. Also irgendwie ist es immer noch Mist, in einem Videomeeting zu sein, statt sich persönlich gegenüber zu sitzen. Also die Technologie, also irgendwie, weiß ich nicht, alle reden von VR und irgendwie alles ist ja jetzt möglich im Digitalen und so. Aber ich glaube, wir haben alle festgestellt, es reicht halt einfach noch nicht. Wenn ich mir ein Ticket, ein Flugticket oder ein Zugticket buche, irgendwo hinfahre und dann mir da in ein Hotel einchecke, bin ich so richtig committed, einfach an diesem Ort zu sein und irgendwie gebe mich dem so ein bisschen hin. Und das ist, glaube ich, so das, was ich gerade so ein bisschen vermisse. Mut ist eigentlich immer wichtig, würde ich sagen. Und auf jeden Fall der Mut, neue Sachen auszuprobieren, aber das würde ich gar nicht nur auf Corona sagen, das hätte ich schon immer gesagt. Ausprobieren ist extrem wichtig. Je mehr nur online stattfindet, desto weniger Empathie findet auch statt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das ist was, wovor ich Angst habe, also wo unsere Gesellschaft so hinsteuert. Auf der einen Seite frage ich mich, wie wir Technologie besser nutzen können, um näher, trotz der Entfernung, näher zusammen zu sein. Das ist was, was ich mich so auf der technischen Seite frage. Auf der anderen Seite frage ich mich eben, wie wir es schaffen können. Das hängt aber natürlich auch vielleicht auch damit zusammen, wenn wir weiterhin Abstand halten müssen, wie wir als Gesellschaft weiter funktionieren können, trotz Abstand und Hygiene. Was ist eigentlich mit Virtual Reality? Ist nicht Augmented Reality viel besser? Haben wir nicht künstliche Intelligenz mittlerweile mal? Hat das irgendwas mit Digitalisierung zu tun? Braucht man Konferenzen? Wer will schon Menschen treffen? Wer will mit dem Computer Menschen treffen? Wie viel Strom kostet das? Können wir nicht drauf scheißen und eine Party machen? Mir ist nochmal stärker aufgefallen, wie wenig Technologie eine Antwort ist an vielen Stellen. Also wie trotz des ganzen Hypes um alle möglichen neuen Technologien, es wird immer gesagt, ja, das löst jetzt alle unsere Probleme irgendwie. Außer Videotelefonie, ja, aber das ist ja auch irgendwie vor 30 Jahren wahrscheinlich schon erfunden worden. Gab es jetzt nicht so richtig viele spannende Antworten, die uns so viel weitergeholfen haben. Das heißt, ich glaube, das hat es mir nochmal so vor Augen geführt, dass wie viel wir da noch vor uns haben. Wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich Corona verbieten. Das ist doch Mist. Das will doch keiner. So, ich weiß jetzt nicht, ob das nicht irgendwie komisch aussieht, wisst ihr? Das ist mein Antivirus, weiß ich nicht, selbsterklärend, oder? Ist also so ein Puzzle-Dings, was auf diese klassischen Dinger, die man so sieht, die klassischen Abbildungen des Virus, passt und den Virus einfängt und auffrisst. Ah, vielleicht, jetzt müssen vielleicht noch Zähne kriegen. Naja, egal.